This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. Das Konsolenspiel The Last of Us zeigt eine postapokalyptische Welt. Die Menschheit wurde fast vollständig ausgelöscht. Joel und Teenager Ellie zählen zu den wenigen Überlebenden. Computerspiele über den Weltuntergang sind eigentlich nichts Neues, doch The Last of Us sticht aus der Masse heraus. Denn Ellie und Joel sind keine schwer bewaffneten Supersoldaten. Sie sind eigentlich ziemlich normal. Um über die Runden zu kommen, durchforsten sie leerstehende Häuser nach Zivilisationsmüll. Eine weitere Besonderheit ist die Ursache für das Weltenende. Kein Alienangriff war es, sondern ein parasitärer Pilz. Infizierte Menschen mutieren fürchterlich und werden zu wilden Bestien. Auch 20 Jahre danach torkeln die vom Pilz Befallenen wie Zombies über den Planeten. Aber das ist natürlich ein reines Fantasieszenario à la Hollywood. Oder? Der Pilz, der im Spiel die Menschen infiziert, ist absolut fiktiv. Es gibt keine Pilze, die Menschen auf diese Art befallen. Aber der Name des Pilzes, Cordyceps unilateralis, ist nicht fiktiv. Man findet ihn in Regenwäldern überall auf der Welt. Er infiziert Ameisen und kontrolliert ihr Verhalten. Man spricht dann auch von Zombie-Ameisen. David Hughes von der Penn State University ist Spezialist für Zombie-Ameisen. Eigentlich sind es gewöhnliche Holzameisen, aber manche verhalten sich sehr speziell. Befällt der Cordyceps-Pilz eine Holzameise, nistet er sich in ihrem Nervensystem ein. Das infizierte Insekt schert aus dem Kollektiv aus, willenlos wie ein Zombie. Dann stirbt es. Die Ameise verlässt den Staat, klettert auf einen Baum und beißt in die Unterseite eines Blattes, direkt in die Blattader. Das ist der ideale Ort für den Pilz, um zu wachsen. Die Evolution hat einen Organismus produziert, der einen anderen Organismus komplett kontrollieren kann. Dieser coole Aspekt der Biologie diente den Spielemachern als Inspiration. Sie mochten diese Idee einfach. Tatsächlich diente eine BBC-Dokumentation über Zombie-Ameisen als Vorlage für die grotesk entstellten Infizierten im Spiel. Jedoch mussten ein paar Anpassungen vorgenommen werden. So klettern infizierte Menschen nicht auf Bäume, um dort zu sterben. Sie werden aggressiv und greifen andere Menschen an. Hier herrschen nicht die Gesetze der Natur, sondern die der Unterhaltung. In Wirklichkeit kann der Cordyceps dem Menschen nicht gefährlich werden. Im Gegenteil, er ist ein alter Bekannter und sehr nützlich. Menschen werden vom Cordyceps nicht infiziert. Wir nehmen ihn sogar freiwillig zu uns. Seit 1500 Jahren wird er in der chinesischen Medizin benutzt. Und bei einer Organtransplantation wird der Empfänger mit einem Cordyceps-Präparat behandelt, um das Immunsystem des Empfängers zu schwächen. Für Wissenschaftler wie David Hughes ist der Parasit, der das Verhalten der Ameisen so fernsteuern kann, ein spannendes Forschungsfeld. Für die Unterhaltungsindustrie taugen Zombies und Seuchen zum Kassenmagneten. Die Dystopie vom Ende der Menschheit ist überall zu finden. Es herrscht eine regelrechte Zombie-Mania. Haben wir den Glauben an eine bessere Zukunft verloren? Wie realistisch ist es, dass uns ein Parasit gefährlich werden kann? Wir sind Tiere und unterscheiden uns gar nicht so sehr von anderen Tieren. Wir haben das gleiche zentrale Nervensystem, das gleiche Immunsystem. Was Parasiten mit anderen Organismen anstellen, das können sie prinzipiell auch mit uns machen. Tödliche Pilzpandemien sind uns nicht bekannt, aber wir leiden unter Fußpilz und Schuppenflechten. Menschen mit HIV können an Pilzinfektionen sterben, weil ihr Immunsystem zu schwach ist. David Hughes glaubt aber, dass wir uns trotzdem nicht in absoluter Sicherheit wähnen können. Zum ersten Mal in unserer Geschichte lebt mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten. Damit haben wir noch bessere Voraussetzungen für Seuchen geschaffen. SARS ist ein gutes Beispiel. Die Krankheit entstand auf einer Hühnerfarm irgendwo in China. Über ein Hotel in Hongkong und ein Geschäftszentrum in Toronto breitete sie sich dann auf der ganzen Welt aus. Wir fliegen in wenigen Stunden kreuz und quer durch die Welt und bringen alle möglichen Krankheiten mit. Inspiriert von der Wissenschaft ist das Spiel The Last of Us eindringliche Unterhaltung für Erwachsene. Aber keine Zukunftsvision, die realistisch ist. Zum Glück. Denn eine Welt ohne Menschen wollen wir uns auch eigentlich gar nicht vorstellen.